wird Blut aus Blut erweckt. Du weißt nicht, was du tust, Kalandra! Halt dein Maul, Krüppel! Drum, Borbarat, nimm meine Seele hin. Sie möge sanft in deinen Händen ruhen. Nehmt meine Seele. Lasst sie gehen! Lieber Chiron, deine Seele ist weniger wert als ihre. Mach weiter, Kalandra. Freiheit aus Schmerz, Macht aus Willen. Jeder Mensch ein Magier. Hervorragend. Ganz hervorragend. Ihr habt etwas versprochen. Natürlich, mein Kind. Deine Lieben sind in Sicherheit und wir beide machen nun eine hübsche Studienreise. Aber die Hochzeit, Mutter. Was soll ich den Varunkern sagen und den Rondrianern? Du hast deine Gabe nicht unter Kontrolle. Du hast Kalandras Blut vergossen. Dein Beschwörer hat sein Werk nicht vollendet. Du hattest deine Chance und du hast versagt. Sie wird dir nie gehorchen, Azaril. Sie ist klüger, als ich es damals war. Falk, diese beiden werden eingesperrt. Du haftest mit deinem Leben für ihre Sicherheit. Ich finde dich, Azaril. Ich kann es kaum erwarten, Chiron. Ich kann es kaum erwarten. Keine Geheimnisse mehr. Du hast recht. Du hattest von Anfang an recht. Tut mir leid, Chiron. Also, frag. Wer ist Azaril? Azaril ist die Hochprophetin Borbarats, des Dämonenmeisters. Sie ist das Oberhaupt der Borbarat-Kirche. Was will sie von uns? Warum hat sie Kalandra entführt? Und was hast du damit zu tun? Du weißt, wir sind all die Jahre durch die Schattenlande geflohen. Von Versteck zu Versteck, ständig in Angst vor den Borbaradianern. Wir wurden aber nicht zufällig verfolgt, Chiron. Wir flohen vor Azarils Schergen, die uns fassen sollten. Mich und euch. All die Jahre lang. Warum? Um sich zu rächen. Bevor ihr geboren wurdet, war ich selbst ein Borbaradianer. Ich diente Azaril mit all meiner... Ich war ihr treu ergeben. Doch dann habe ich sie verraten. Verraten und bestohlen. Warum? Für Kalandra und für dich. Dieser ganze Aufwand, die Hochzeit, die Unterwanderung der Rondrianer. Das alles wegen Kalandra? Chiron, Kalandra ist nicht irgendwer. Auch du bist nicht irgendwer. Was soll das heißen? Azaril hat euch auserwählt. Euch und fünf andere Kinder. Ihr sieben wurdet nicht wie andere Kinder geboren. Ihr kamt bei einem Ritual zur Welt, in dem Azaril einen mächtigen Dämon beschwor. Dieser Dämon sollte euch mit enormer niederhöllischer Kraft ausstatten. Azaril sprach von den Gaben. Wie erfolgreich das Ritual war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich nicht mit ansehen konnte, wie Azaril sieben Neugeborene irgendeinem Dämon preisgab. Und dafür das Leben ihrer Mütter opferte. Und als nächstes erzählst du mir, dass diese fünf anderen Kinder ebenfalls meine Geschwister sind. Siebenlinge? Alle am gleichen Tag und von der gleichen Mutter geboren? Chiron, Kalandra ist nicht deine Schwester. Oh Mann, so, puh, ich hab's jetzt doch geschafft. Nach fünf weiteren Versuchen und ich muss es zugeben, Bug-Using betrieben. Ich habe mich einfach hinter einer Säule gestellt und die KIs waren irgendwie zu dumm, um drum herum zu gehen, um vor allem um deren eigenen Gefährten zu umgehen. Das haben die nicht geschafft und konnte ich lange Zeit mit Wurfmesser die Gegner bekämpfen und wenn sie dann doch irgendwann mal geschafft haben, hier ranzukommen, waren ja schon so runtergekämpft. Naja, wie gesagt. Nur so war das zu schaffen. Obwohl das ja auch leicht ist, ne? Also ist das ja nur so ein Story-Mode eigentlich, um die Geschichte einfach durchzuleben. Aber dieser Kampf war dann doch ein bisschen schwierig und man musste auch nur drei Gegner überleben. Also ich bin hier auch immer an den letzten Gegner geendet. So, alles klar. Gucken wir mal. Ich habe noch ein paar Fragen.
Erzähl mir mehr von meiner Geburt. Das Ritual dauerte mehrere Stunden. Ich musste warten, bis alle Borbaradianer ihre Zauberkraft verbraucht hatten. Sonst hätte ich keine Chance gehabt. Hast du den Dämon gesehen? Ja. In diesem Moment wusste ich, dass ich handeln musste. Ich habe Kalandra aus dem Beschwörungskreis gehoben und als Geisel genommen. Durch Kalandras Tod wäre das Ritual gänzlich gescheitert. Mit dem Messer an Kalandras Kehle habe ich Azaril gezwungen, deine Mutter freizulassen. Du warst noch nicht geboren. Auch Azarils astrale Kraft war verbraucht. Sie tobte, aber sie musste uns gehen lassen. Ich floh mit euch aus den Massiven der Schwarzen Sichel nach Süden. Deine Mutter war sehr schwach. Am Wall des Todes wurdest du geboren. Doch dabei starb deine Mutter. So stand ich dann da, mit zwei Kindern auf dem Arm. Und endlich hatte ich eine Aufgabe. Na super. Und wie hätte es nach der Hochzeit weitergehen sollen? Früher oder später hätte die Kirche Falk an einen anderen Ort gerufen. Kalandra wäre mit ihm gegangen. Und ich wäre in Warung geblieben und hätte dich mein Leben lang vor Azarils Rache beschützt. So hast du dir das vorgestellt, ja? Ich wollte eure Seelen retten. Ich kann nur hoffen, dass du das eines Tages verstehst. Ich verstehe das jetzt schon. Weiter. So, Pläne der Zeit. Warum die Hochzeit? Warum hast du all die Jahre nichts gesagt? Warum hast du behauptet, wir wären Geschwister? Kein Blut vergießen, kein Blut vermischen. Das ist Familie. Ich habe euch das eingehämmert, weil ich bis heute nicht genau weiß, was dieses Ritual mit euch angerichtet hat. Ich habe aber herausgefunden, dass euer Blut nicht vermischt werden darf. Denn dadurch erwacht die dämonische Gabe, die ihr in euch tragt. Das gilt für euch und alle anderen Kinder, die während des Rituals geboren wurden. Darum hast du uns immer von fremden Kindern ferngehalten. Du hast befürchtet, dass es sich um andere Träger dieser Gabe handelt. Und darum habe ich euch auch verboten, euch gegenseitig zu verarzten. Wenn ihr euer Blut vermischt hättet, wären die Folgen unabsehbar gewesen. Wir haben unser Blut vermischt. Ich weiß. Anders hättest du den Heshtod auf dem Markt nicht besiegen können. Die Kraft der Gaben ist erwacht. Und wir wissen nicht, was sie bewirken wird. Hat das hier mit der Hochzeit? Pläne der Hochzeit hatte ich, ne? Eine Pläne nach der Hochzeit hatte ich. Warum die Hochzeit? Habe ich das schon? Wolltest du Kalandra verheiraten, um sie von mir zu trennen? Ja. Ich hoffte, dass eure Gaben niemals erwachen würden, wenn ihr getrennt wäret. Azaril hat immer wieder erwähnt, dass die Gaben zueinander streben. Ich war von Anfang an sicher, dass das auch die Gefühle der Gabenträger verwirrt. Ich habe außerdem gesehen, wie Kalandra dich während der letzten Monde angeschaut hat. Ihr seid keine Kinder mehr. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ihr... Naja, du weißt es. Darum also die Lüge, wir wären Geschwister. Du wolltest nicht nur verhindern, dass wir unser Blut vermischen. Sogar küssen hätte gefährlich sein können. Und ein heldenhafter Rondrianer als Bräutigam hätte notfalls sogar eine Kalandra mit mächtigen dämonischen Gaben im Griff gehabt. Zumindest hätte er ihre Seele retten können, wenn sie die dämonische Versuchung übermannt hätte. Okay. Ich habe noch ein paar Fragen. Achso, okay, das haben wir. Okay. Warum hat Azaril behauptet, sie sei Falks Mutter? Zur Tarnung, schätze ich. Sie konnte nicht ganz Wahrung auf magische Weise täuschen, wie sie mich getäuscht hat. Sie ließ sich Mutter nennen und trug eine Handmaske. Das kann man kaum Tarnung nennen. Es muss doch mehr dahinter stecken als das. Vielleicht wollte sie wirklich Falks Mutter sein. Lass dich nicht von ihrem Verhalten im Tempel täuschen.
Wenn diese Frau überhaupt Liebe empfinden kann, dann zeigt sie sie auf merkwürdige Weise. Aha. Erzähl mir mehr über Azariel. Sie ist das Oberhaupt der Barbarat-Kirche. Gerissen, niederträchtig und sehr, sehr mächtig. Man sagt, niemand kennt die Lehre des Dämonenmeisters besser als sie. Ihr untersteht ein Netz von Kultisten und Agenten überall in den Schattenlanden und wahrscheinlich darüber hinaus. Ich kann nicht glauben, dass es einer so mächtigen Zauberin 20 Jahre lang misslungen sein soll, einen Mann und zwei Kinder zu fassen. Ich war eitel genug zu glauben, dass meine Fähigkeiten und etwas Glück uns immer wieder gerettet hätten. Als ihr dann kämpfen konntet, wurde es leichter. Doch Azariel hat nur auf den richtigen Moment gewartet, um sich Kalandra zu holen. Du warst ein Bobaradianer. Kannst du da nicht zaubern? Nein. Und wenn, dann würde ich es nicht tun. Barbaradianer verpfänden ihre Seele, um die Geheimnisse der Blutmagie zu erlernen. Ich war damals noch nicht bereit dafür. Azariel meinte, mein Glaube war nicht stark genug. Sie hatte recht. Es war nicht der Glaube, der mich zu den Barbaradianern gebracht hatte. Was war es dann? Zwing mich nicht, darüber zu sprechen. Es ist nicht wichtig für dich. Du hast mich mein Leben lang belogen. Warum sollte ich dir glauben? Bitte. Du sturer alter Narr. Gut. Du bekommst deinen Willen. Ja, warum? Danke, Kairos. Ich will's wissen. Ah. Okay, haben wir alles. Haben wir. Rondrianer nochmal. Verfluchte Rondrianer. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass man ihnen nicht trauen kann. Die Rondrianer sind ehrenhafte Krieger. Sie haben mit Falk einfach den falschen Mann an ihrer Spitze, solange Sennenmeister Jakon nicht in Wahrung ist. Aber es wäre falsch, Azariel zu unterschätzen. Sie wollte Kalandra bei Falk und damit in ihrem Einflussbereich wissen. Deshalb hat sie die Hochzeit vorangetrieben. Uns haben sie verraten. Falk hat Kalandra niemals wirklich heiraten wollen. Es ging die ganze Zeit nur darum, Kalandra an Azariel auszuliefern. Aber wie hätte sie vorausplanen können, dass eure Gaben ausgerechnet jetzt erwacht sind? Warum ausgerechnet der alte Rondra-Tempel? Und warum der Aufwand um die Heshtod-Beschwörung? Wenn Falk ein Werkzeug der Borbarad-Kirche ist, könnte er deren Einfluss in Wahrung vergrößern. Und das hinter der Maske eines Rondrianers. Ich glaube kaum, dass Azariel einen gewaltsamen Staatsstreich plant. Das ist nicht ihr Stil. Sie würde subtiler vorgehen. Sich viele Helfer suchen, die vielleicht nicht einmal ahnen, wem sie dienen. Die Hochzeit eines ranghohen Rondrianers als Symbol für die Massen. Und das ausgerechnet im alten Rondra-Tempel, der während der Besatzung ein nekromantisches Bordell war. Große Symbole und bittere Ironie. Das passt zu Azariel. Natürlich. Der Beschwörer stand auch in Azariels Dienst. Der Angriff auf das Flüchtlingslager als Ablenkung für alle Rondrianer, die dann dort den Schuldigen suchen. So verschaffte sich der Beschwörer genügend Zeit für die große Beschwörung auf dem Marktplatz. Und Falk sollte den Heshtod besiegen, um den Ruhm zu ernten und die Warunker vollends auf seine Seite zu ziehen. Darum hat Falk dich vorgeschickt, um den Beschwörer im Praios-Tempel zu stellen. Er wollte dich loswerden, weil er glaubte, du hättest keine Chance gegen den Beschwörer. Der Beschwörer als Bauernopfer. Und mit der Unterstützung der Warunker im Rücken hätte Falk Sennenmeister Jakon bei dessen Rückkehr leicht entmachten können. Und als ich den Heshtod besiegt hatte, musste er den Warunkern den Beschwörern liefern, um wenigstens ein bisschen Ruhm zu ernten. Wie konnten die Rondrianer nur auf Falk hereinfallen? Wie konnten sie einem Agenten Azariels so viel Macht geben? Falk wird von den Rondrianern unterstützt, für die noch etwas anderes zählt als nur ihre Ehre. Von denen, die die Warunker nicht dafür verachten, was sie während der Besatzungszeit taten. Und dafür, dass sie nicht für ihre Ehre gestorben sind. Zur Hölle.
Irgendwie mussten die Warunker doch überleben. Wohl wahr. Sogar Jakon, der Anführer der Rondrianer, dürfte das einsehen. Aber er fürchtet offenbar, dass die Warunker zu leicht den dämonischen Versuchungen erliegen, wenn man sie nicht mit harter Hand führt. Und aus diesem Streit zieht Falk seinen Vorteil. Er hat die vernünftigen Rondrianer auf seiner Seite und damit auch die Warunker, die sich keine Vorwürfe machen wollen. Falk hat seine Rolle gut gespielt und an seiner Kampfkraft gibt es keinen Zweifel. Warum sollten die Rondrianer jemandem misstrauen, der Seite an Seite mit ihnen gekämpft hat? Es ist merkwürdig, dass die Warunker sich so leicht auf Falks Seite schlagen. Er ist kein Rondrianer, wie er im Buche steht. Den Rondrianern geht es nur wenig besser als den Flüchtlingen hier. Die Warunker lieben sie nicht. Aber sie können sich auch nicht gegen sie stellen. Schließlich haben sie die Stadt von den Nekromanten befreit. Unter der Nekromantenherrschaft haben die Warunker viele Dinge getan, für die man außerhalb der Schattenlande auf dem Scheiterhaufen brennt. Verrat, Denunziation, Dämonenanbetung. Verflucht, manche haben sogar ihre toten Verwandten verkauft, damit sie als Untote für die Nekromanten kämpfen konnten. Nicht zu vergessen diejenigen, die Tote wie Untote für ihre Künste nutzten. Von den Beinschnitzern bis zu den Zuhältern. Sie alle hatten Kundschaft. Ich weiß nicht, wie wir uns verhalten hätten. Ich hätte jedenfalls keine Lust, mir von irgendwelchen Besatzern sagen zu lassen, dass ich in den letzten Jahrzehnten alles falsch gemacht habe und ewig sühnen soll. Okay. Puh, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Guck, was für ein Auftrag. Wir sollten hier nicht warten, bis uns jemand abholt. Falk glaubt, er hätte gewonnen und Kalandra ist in Azarils Gewalt. Wir werden von einem jungen Rondrianer bewacht. Er weiß sicher nicht, was im Tempel geschehen ist. Und ich glaube auch kaum, dass er ein Anhänger Azarils ist. Eher ein nützlicher Idiot, der Falks Lügen glaubt. Vielleicht kann ich ihn bei seiner Ehre packen und ihn zu einem Fehler verleiten. Vielleicht sollte ich mir vorher eine Waffe suchen. Gut. Ich finde einen Weg nach draußen. Warte hier. So, da haben wir es soweit und ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Alles klar. Ich denke, wir müssen uns da aus dem Bett eine Waffe bauen. Werden wir sehen. Alles klar. Habt euch wohl. Bis demnächst. Ja. Ciao. Aber tschüss. Ich bin jetzt weg. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich muss jetzt aufhören. Tschüss.